Und Freunde, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Goalieboot. Es ist wieder soweit. Die New Jersey Devils empfangen die Red Wings aus Detroit. Hier im Prudential Center in Newark. Jonathan Bernier auf der einen Seite zwischen den Pfosten, nämlich für die Red Wings. Und auf der anderen Seite der Newcomer, der in seiner Rookie-Saison, Alexander Blattmann, wieder aufgestiegen von den Binghamton Devils zu den New Jersey Devils. Ich kann es dir gar nicht sagen, Ligo, von wann das ist. Servus Omega! Wunderschönen guten Abend! Und natürlich wissen wir, beim Goalie-Mode holste Konzentration. Gehen morgen zum Spiel der Eisbären gegen die Red Bulls. Nice! Sehr, sehr nice. Wenn ich in Rente gehe, bin ich dann auf... Hey, tu mal was ins Phrasenschwein! So, da haben wir das erste Phrasenschwein 2020. Liebe Leute, bin ich dann auf Entzug. Aber der war geil. Der war geil. Spiele gerade NHL für U-Liga. Ist richtig geil. Kann ich euch wirklich nur ans Herz legen. Wenn ihr so ein bisschen Competitive Player seid im Bereich NHL. Sind noch wieder aktuell ein bisschen Plätze frei. Sowohl DEL und Co. Einfach, wer Interesse hat, gerne auf die Homepage. Google NHL for U. Und dann da gerne anmelden. Und ja, Spaß haben mit NHL 20. Als Pampers-Bomber bestellt. Nein, nein. Also ich glaube, es war entweder die Saison nach... Es ist die ESBG. Also es ist die zweite Eishockey-Spielbetriebsgesellschaft. Ich schätze mal... kannst du mal googeln, Ligo, von wann bis wann Sergei Stars bei Freiburg war? Also ich schätze mal 2004, 2005... Da ungefähr, da wird das Trikot sein. So muss es sein, Doggy. Oh, Strafzeit, schade. Felix geht auch gegen München. Wolfsburg war es zu Felix, ne? Torwart, Trainer und Assist sind da. Ich probiere es, Oilers-Fan. Der Entzug wird für Eisbären verdammt schwer ohne Wasser. Servus, Devils Bear. Wunderschönen guten Abend. Begrüße, kommt sofort. Kurz konzentrieren. Und Carey, bring die Scheibe weg. Jawohl, schön raus. Ah, okay. Ja, dann ist es junger. Nein, das ist auch... Wieso sollte er antworten, Doggy? Der kennt mich ja nicht. Und vor allem würde ich da sagen, mit klanglos untergehen gegen Nescher. Das steht da absolut nicht zur Debatte. Obergefreiter Devilsbär meldet sich zum Stream. Aber trotzdem danke, liebe Doggy. Auch beim Sprengler Cup Werbung für mich gemacht. Das finde ich sehr, sehr cool. Freut mich natürlich unheimlich. Und wir haben schon die drei Musketiere gesagt. Einer für alle, alle für einen. Finde ich sehr, sehr cool. So, und ich habe mich mega gefreut auch wieder auf den Goalie-Mode. Den haben wir jetzt schon lange nicht mehr gespielt. Generell haben wir ja jetzt eine Pause gemacht von den normalen Folgen aufgrund des Sprengler Cups. Was ich aber da wieder ultra geil fand. Und ihr wisst es ja, ich bringe die Folgen immer, bevor die echten Spiele kommen. Und wir haben dieses Jahr, beziehungsweise letztes Jahr, das Sprengler Cup Finale und sogar den Sieger vorausgesagt. 4-0, in Wirklichkeit 3-0 bei mir. Ich fand's geil, oder? Ich fand's geil. Oh, das ist so bitter. Die Hamburg Freezers, ich mochte die so gerne, wirklich. Ja, also wenn er mich fragen würde oder wenn er drauf eingehen würde, ich würde allein wegen dem Unterhaltungsfaktor würde ich gegen ihn spielen. Gar kein Thema, gar kein Thema. Aber wie gesagt, wie du auch schon sagst, das ist für die nicht interessant. Servus Dirk, wunderschönen guten Abend. Soldat Roggenbach meldet sich zum Stream. Und natürlich auch dir noch ein frohes neues Jahr 2020. Ist das Interview noch online? Ich kam leider an Silvester nicht mehr dazu, das Video zu machen, weil Steffi hat eine Grippe. Und dann kam ich an Silvester und am Neujahr, ihr habt es ja gemerkt, dann... Oh, was war das denn? Oh, ich bin gespannt. Ich glaube, Videobeweis. Servus Fabsi, wunderschönen guten Abend. Yes! It doesn't count! Simus Maroos! Frohes Neues auch an dich!
Ein Meter noch, dann ist bei Hut Plachter Mainz. Eine Minute noch, nicht ein Meter noch. Ich drücke dir die Daumen, Tonska. Und ja, wie gesagt, dann lass es online. Ich werde es auf jeden Fall am Wochenende noch ankündigen. Wir haben doch an Weihnachten wieder den Weihnachtspodcast gemacht. Und das Interview, jetzt ist er drin. Jetzt ist er regulär drin, 1-0 Detroit. Und das Interview hat Dirk nachgereicht am 30. Dezember. Und das Video werde ich euch auch noch zur Verfügung stellen. Kommt am Wochenende, Freunde. Servus Mäusefinger, auch an dich natürlich. Wurde schon Soldat Mäusefinger, meldet sich zum Stream. Und was ist hier wieder los an diesem 2. Ja, Januar? Wehanen, wunderschönen guten Abend. Und servus der Hechtfänger, auch an dich natürlich. Einen wunderschönen guten Abend. Kann man heute auch schon mal? Nein, heute nicht, Nico. Nur dann immer, wenn ich auf NGL streame. Und das ist nächsten Dienstag wieder der Fall. Die Marzipankartoffel, ja. Die hoffe ich, dass sie noch kommen wird. Weil ich habe die total verplant zu kaufen. Woo! Aber wir kriegen die. Ansonsten bestelle ich sie irgendwo. Die kriegt man ja da hoffentlich das Ganze. Ja, ich gucke mir das nachher gleich an. Ich schreibe es auf. Ja, ist ein gutes Holzset. Das Logitech G35. Mag ich total gerne. Habe ich auch schon ewig. Und ich persönlich finde, ja, es hat eine gute Qualität. Es hat eine richtig gute Qualität. Yes! Und Hodges mit dem Ausgleich. Da ist es doch. 1-1. Und Hockey Bro, Servus. Alter, was ist los heute, Freunde? Was ist denn heute los? Sehr, sehr geil. Und New Jersey macht das richtig gut. Freue mich, dass ihr so zahlreich erschienen seid. An diesem Donnerstag, den 2. Januar. Es haben halt viele noch Ferien, viele haben noch Urlaub. Ich musste heute zum Beispiel wieder arbeiten, aber das macht mir gar nichts, sondern ich bin absolut zufrieden. Simmers Place, 46 Mannequins und Frauenkiss. Oder wie sagt man das bei euch, Hightower? Mannequins und Frauenkiss? Oder wie sagt man? Sind ja auch ein paar Frauenkiss dabei mit Doggy, Devil's Bear, Mäusefinger. Das sind nur drei an der Zahl, die mir bekannt sind. Letztes Jahr hatte ich eine tiefe Haltung wie Hannen. Dieses Jahr wollte ich ein bisschen höher sein. Hat aber jetzt nicht so den krassen Weibsvölker. Hat aber jetzt nicht so den krassen Grund, warum ich das so mache. Komm! Oh, schade. Chance für Brad. Brad Pitt und Hutchins. Oh, wenn der das Spiel gedreht hätte. Am Dienstag. Da muss ich zum Glück nicht arbeiten. Hab ja freigenommen wegen der Stadiontour. Oh, bitter. Zu weit rechts. Okidoki, Predator, dir schönen Abend. Dankeschön fürs dabei sein. Und Philipp Sedina mit dem zweiten Treffer. War auch bis vor einer Stunde noch ab. Das ist halt echt krass. Nein, kann ich leider nicht, Condor. Leider, leider, leider nein. Das tut mir richtig weh. Ich hätte so gern gesehen und vor allem wäre ich gerne da gewesen. Wie auch beim Winter Derby in Bad Nauheim. Aber es ist halt einfach kollidierend mit der DEL-Stadion-Tour. Aber keine Haltung bringt auch nichts. Ey, tu mal was ins Phrasenschwein. Ach, schön. Ich mache ja gerade eine Stadion-Tour, Fabi. Und zwar besuchen wir jedes DEL-Stadion in Deutschland. Jedes DEL-Stadion in Deutschland ist gut erklärt. Jedes Eishockey-Stadion in Deutschland und machen darüber einen Vlog. 5 Stationen haben wir schon. Berlin, Wolfsburg, Schwenningen, München und Mannheim. Und eben am Wochenende geht es nach Düsseldorf. Eigentlich auch noch nach Köln. Aber da bin ich mal gespannt, ob das klappt. Ansonsten müssen wir Köln zumindest verschieben, weil ich da einfach keinen Kontakt bekomme. Und dann geht es weiter am 17. Januar nach Straubing, am 19. Januar nach Ingolstadt, am 31. Januar nach Nürnberg, am 2. Februar nach Augsburg, am 16. Februar nach Iserlohn, am 6. März nach Bremerhaven und am 8. März nach Krefeld. Und dann haben wir sie alle. Servus, RQ! Ui, Schwein! Ui, Schwein! Sehr geil! Sehr, sehr cool. Ranlund, da ist Gusev wieder. Paul Mary, komm schon, Ausgleich. Oh, das wäre es jetzt gewesen. Sehr geil, RQ.
Oh, da waren wir schon, Fabi. Am 6. Dezember waren wir in Mannheim gegen den ERC Ingolstadt. War ein geiles Spiel. Servus Sky V, wunderschönen guten Abend. Ach, ist es geil. Und auch wenn dieses Jahr wieder ein bisschen anders wird für mich. Und ja, das ist tatsächlich so, dass ich da wirklich sage, das ist sehr, sehr schade. Aber alles nimmt mal ein Ende und ich habe das schon sehr genossen, weil ich einfach einen Montag hatte, wo ich halt meine Sachen erledigen konnte. Auch hier das ganze Zeug und das war schon Luxus, muss ich wirklich sagen. Und ich bin gespannt, wie sich das dieses Jahr entwickelt. Aber ich bin da recht zuversichtlich. Es wird ja sowieso in diesem Jahr, spätestens in der zweiten Jahreshälfte, spätestens wenn die DEL und DEL2 Saison 2021 startet, wird es ja ein bisschen eine Umstrukturierung geben auf meinem Kanal. Nicht zum Negativen noch nicht, sondern zum Positiven. Aber dann, wie gesagt, mehr dazu, wenn es soweit ist. Alter, das habe ich vor. Ende Februar, glaube ich, Ligo, war es, ne? Du hast mir doch mal ein Datum geschrieben gehabt. Wollen wir auch mal nach Hamburg kommen? Einfach, weil ich zu Hamburg irgendwie auch jetzt eine besondere Beziehung habe. Also durch den Spendenstream damals und durch die Problematik der Krokus. Irgendwie habe ich die Krokus total ins Herz geschlossen und freue mich immer, wenn auch die Crocodiles Hamburg ihre Siegesserie ausbauen können zu Hause. Jetzt letztjüngst erst gegen den KFV. Also ich finde es geil, die Krokus Hamburg, und macht schon richtig viel Spaß. Und dementsprechend freuen wir uns auf eine Halle bei den Crocodiles Hamburg. Und vielleicht kriegen wir das ja hin, dass wir auch da wieder so ein Vlog drüber machen über die Hamburger Krokus. Und ich glaube, das wird ganz geil. Oder es wäre ganz geil. Und dementsprechend freue ich mich drauf. Tippi dreht wieder am Rad. Hä? Wieso dreht Tippi am Rad? Was für Tippi? Und Hodges auf Hichier. Komm, jawohl! Und wieder ist es Hodges. Woo! Subscription. Ligo, vielen Dank für den Support, danke für die Unterstützung und MVP, willkommen bei der Leistung der Profis. 247. Gifted Sub, 227. Gifted Sub von Ligo. DL2 Heilbronn. Mir geht's suboptimal, suboptimal oder suboptimal? Ist ein zu langer Text gerade, Doggy. Kopiere ihn dir mal und schick ihn nachher nochmal. Oder ich kann ihn jetzt vielleicht gleich noch lesen, das wird man sehen. Fünf Minuten noch in Durchgang Nummer 2. Wäre geil, wenn wir hier zum Jahresauftakt siegen könnten. Come on, Zacha. Nächste Möglichkeit. Coleman. Butcher, Coleman, Zacha, wieder Butcher. Oh, McElrath. Subscription. Bist also ein Sitzer. Ligo, was los? Vielen Dank für den Support, danke für die Unterstützung und Hockey Bro, willkommen bei den Eishockey Profis. Und das war Gifted Sub Nummer 228. Dankeschön, lieber Ligo. Und nein, Fabi, wie Doggy gesagt hat, selber Eishockey spiele ich nicht. Ich bin Eishockey-Kommentator in der DEL2 bei Spray TV und kommentiere die Heimspiele der Wölfe Freiburg. Ist bleibt nicht? Nein, geht nicht, KIV. Also Spray TV ist tatsächlich örtlich gebunden. Das heißt, man reist nicht hin und her, sondern man ist im Prinzip beim Verein und kommentiert dort eben die Heimspiele vor Ort. Er will die 230 haben. Irgendwas hat er gesagt mit Tippi. Och, Bloody, du kennst mich, Leute, ohne was vornehmen. Da kann ich nichts für, Ligo. Da kann ich echt nichts für. Da wasche ich mal der Name, meine Hände in Unschuld. Also ich habe es in der Wiederholung gesehen, Läusefinger, also in der Zusammenfassung. Aber Freiburg läuft's. Absolut. Gegen die Tower Stars war ein bisschen Glück dabei. Hätte auch durchaus anders ausgehen können. Aber am Ende kann man wirklich aus Freiburger Sicht froh sein,
dass man die Punkte mitgenommen hat. Man steht auf einem soliden dritten Platz. Und wenn Freiburg so weiterspielt und jetzt in der zweiten Jahreshälfte nicht nachlässt, dann könnte das sogar Heimrecht werden in den Playoffs. Servus Partner 16, wunderschönen guten Abend. Sehr gerne, Fabi. Mikro aktiviert, ich wusste nicht, wie ausschalten. Ja, natürlich, wie soll ich denn das machen? Sie haben ein Mikro an, bitte, wenn ich vorne mit einem Film eingetippt. Okay, Doggy, geil. HC Davos schauen und deinen Stream. Servus Silvan, wunderschönen guten Abend und danke fürs Reinjoinen. Ja, total, RQ. Also es waren ja nur 5 Punkte vor Jahresende zwischen Platz 3 und Platz 8. Und viel hat sich da nicht dran getan. Also es ist schon richtig eng. Und das macht aber diese Liga dieses Jahr so spannend, weil einfach alles so eng ist, weil einfach alles wirklich so nah beieinander steht. Das ist einfach genial. Servus Eulbär, wunderschönen guten Abend. Und was liest man hier für neue Namen? Das ist ja wunderbar. Macht doch gar nichts, KV. Macht gar nichts. Alle Töfte. Ja, da siehst du mal, was Handys alles können im Endeffekt, ne, Doggy? Da gebe ich dir vollkommen recht. Plan und Gusev, jetzt vielleicht. Nikita Gusev, aber Danny de Kaiser, der da schneller ist. Atanizu und Bertuzzi. Boah, Schuss abgefälscht, wichtig. Bertuzzi, Direktabnahme. Wo ist er? Oh mein Gott. Und hier ist richtig viel Traffic vom Tor. Alter, bring die Scheibe weg. Woo! Genau, Andi, so ist es. Komm schon, Nachschuss, wieder Hutches. Wenn einer gefährlich ist bei New Jersey aktuell, zumindest hier virtuell, dann ist es Hutches, der da schon wieder in Richtung Jonathan Beignet geschossen hat. Eieieiei. Komm schon, einen Treffer noch, einen noch. Yes! Und da ist es wieder. Zum dritten Mal kommt New Jersey zurück und ist damit back in Business. Woo! Sau nice. Sau nice. So muss das sein. Drück mal in der freien Minute B und dabei bewegen. Nach dem Herausfinden alles loslassen. Was? Silvan 0006 hat sich die Kuflex angeschlossen. Guten Tag. Herzlich willkommen. Viel Spaß im Stream. Und danke für dein Follow, mein Freund. Willkommen bei den Kuflex. Und natürlich sehr, sehr, sehr herzlich willkommen. Wir freuen uns immer über Zuwachs. Das ist sehr, sehr geil. Sehr, 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 sehr geil. Und im Moment ist es wieder... Wow! Woo! Subscription! Überhaupt kein... Ligo, viel, vielen lieben Dank für den Support, danke für die Unterstützung und Eulbär, willkommen bei den Eishockey-Profis, dankeschön. Das wollen wir nicht, Ligo, du weißt das, das wollen wir absolut nicht. Oh, guter Safe. Ich bereite die Tage meiner Single vor, deshalb ist kein Problem. Ist kein Problem, lieber Roggenbach. Die ist aktuell im Angebot, oder? Hat Condor nicht was gesagt von wegen 189 Euro? Irgend sowas war doch. Kann das sein? Servus und Quiz. Wunderschönen guten Abend. Ligo sieht seine Devils wiedersehen. Ligo sieht Leute ohne Sub-Emote. Das heißt, die Kombi aus New Jersey und Sub-Emote, die kommt bei Ligo gut an. Der arme Kerl. Yes! 4:40 vor Schluss, New Jersey! Subscription! Woo! Jawohl, Ligo! Und Danny Ice! Vielen Dank für den Support, danke für die Unterstützung. Und Tonska, willkommen zurück bei den Eishockey-Profis! 31. Gifted Sub
Muchas gracias, lieber Danny Ice. Dankeschön. Er sitzt hier in Wölfeschwarz und das hört sich doch sehr, sehr geil an. Und jetzt volle Konzentration, Leute. Jetzt volle Konzentration. Wir führen zum ersten Mal heute Abend. Dreimal einen Rückstand aufgeholt. New Jersey kämpft und wird jetzt zumindest zwischendurch mit dem 4-3-Führungstreffer belohnt. Noch etwas mehr als 2 Minuten auf der Uhr. Scheibe ist raus. Dann heiße ich jetzt Cap Snauheim. Oh, schön abgeblockt. Müller. Letzte Minute läuft. Wann wird Jonathan Bernier den Kasten verlassen? Gusev. Auf Danny de Keyser, der hat schön aufgepasst. Verhindert den Querpass. Macht es New Jersey schwer, dann den Abschluss zu suchen. Das ist heftig. Aber man weiß ja, wer es ist, Condor. Und das war, also ich glaube, für die drei Frauen ist es richtig, richtig bitter. Torhüter jetzt vom Eis. Konzentration weiter. Bartsche. Komm schon, nochmal zurück, aber mach keinen Blödsinn, Mensch. Don't make shit. Warum spielt die Scheibe nicht weg? Oh, Leute. Hische, da ist er. Der Schweizer. Nico Hische, mach die Entscheidung. Woo! Yes, Mann. Und das wird der Auftaktsieg in diesem neuen Jahr. Doggy, nö, wenn nur alle. Macht nix. Tippi sagt ja auch schon, nö, haben nix mehr. Funktioniert Tippi heute nicht, oder was? Ja, absolut Goalie Sports. Absolut Goalie Sports. Also, die hätten auch die Klappe halten können. So, Setfire, wunderschönen guten Abend. Im Moment noch nicht Eishockey Live. Wir gucken mal, wenn die Stadiontour vorbei ist, wenn so das ein oder andere Projekt geendet hat auf meinem Kanal, dass wir dann vielleicht ISHL einschieben. Aber bis März wird es auf jeden Fall nicht drin sein. Leider aus zeitlichen Gründen nicht. Und dann nochmal die Chance für Hische. Aber es ist der Sieg. Ist überhaupt kein Problem, by the way, Hockey Bro. Alles kann, nichts muss. Und wenn du keine Bock hast auf NHL, oder auch wenn du sagst, du hast keinen Bock auf mich, ist überhaupt kein Problem. Ist überhaupt kein Problem. Alles gut. Ah, stimmt, habe ich jetzt total vergessen, Oilers-Fan. Es ging jetzt gerade runter und drüber. Was war mit Katzenpfote? Oh, ich erinnere mich vage. Hat sich bei dir was bestätigt, Doggy? Natürlich sehr, sehr geil, wie Hannen. Natürlich sehr, sehr geil, dass Dreiseitels in die All-Stars geschafft hat. 22-14. Und wir haben es tatsächlich geschafft. Servus, Eteokles. Wunderschönen guten Abend und Dankeschön. Oder Tippi und PayPal mögen sich immer nicht. Das kann sein. Ich kann es leider nicht ausprobieren, weil ich mir selber nicht spenden kann. Dementsprechend geht das nicht. So, ein Punkt haben wir noch zum Verteilen. Erholung, aber ich würde gerne Puckcheck, Puckspielhäufigkeit brauche ich eher nicht. Widerstandsfähigkeit, Ausdauer auch nicht. Die Übersicht würde ich gerne noch ein bisschen schüren. Tempo, Beweglichkeit, wir machen es auf die Beweglichkeit. Nö, verboten ist es nicht, Tonska. Aber bringt halt nur nicht so viel, sondern die gehen dann halt lieber alle nach vorne, um halt auch den Überzahl oder das Überzahl auszunutzen, weil sonst braucht man keinen Torhüter ziehen, wenn man dann einen Feldspieler davor stellt. Würde am Ende nichts bringen. Würde am Ende nichts bringen. Ja, Hockey Ultimate Team kommt wieder zurück, RQ. Nächste Woche fest eingeplant. Und wir haben 2 Punkte geholt. Es sind 2 wichtige Punkte. Wir brauchen einige noch. Bin mal gespannt, ob wir das schaffen. 18 Punkte. Sogar 19 auf die Capitals momentan zurück. Wir haben noch ein paar Spiele, es bleibt weiter spannend. Nicht weggehen, Leute, ich mache nur die Abmoderation für YouTube. Und wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich über den Daumen sehr freuen. Ansonsten sage ich danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Bloody LP.